Guck mal, man könnte sie jetzt so Hood Black aussprechen oder Hood Black. Aber ich denke jetzt mal Hood Black. Ist so mein Shoot. I shoot my shot. Pass auf, passt auf. Produced by Shoki. Let's go. Shoki. Okay, das neue Album wird hier erstmal promoted. Was haben die da? Ist das ein Poster? Ist das ein Sticker? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es eine Box und eine Chain. Oh, die Chain ist cool, ne? Also wenn das, solange das hier auch so silber bleibt, dann ist das echt nice. Hat Chain ist ein geiler Merch, weil es auch jedem passt so. Hey, das ist voll die gute Idee. Das gefällt mir. Und man kann es vorbestellen. Oh, er wird direkt mit der Waffe bedroht und hat die Hände noch in der Tasche bedrohlich. Ein Piano. Die Schlange. Genau. Da seht ihr, wie dann der Merch verpackt wird und versandt wird. Insights in die Logistik. Ah, und da war der Sticker. Also, ja, okay, cool, wenn sie das dann mal so ein bisschen ins Musikvideo mit einbauen, ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Heute schreiben sie mich an mit, was machst du grad? Ich brauch kein Talisman, ganz alleine auf der Dunja, nur Gott ist mein Bodyguard. Walla, mein Bruder, pass auf, ich sag, wie Freunde sich hier gegenseitig beklauen. Du darfst dir keinem vertrauen, der Teufel mischt überall mit und gibt dir, was du brauchst. Walla, mein Bruder, pass auf, ich sag, wie Freunde sich hier gegenseitig beklauen. Ne, Dude, am Stealen. Oh, was passiert jetzt hier? Ja, Snitch. Hab alte Bilder im Kopf, unter dem Bett liegt noch Stoff, yeah. Ach du, ja, fühl mich hier wohl in dem Loch, doch unsere Wut, ja, sie kocht. Sie nehmen unser Tageslicht, zu lang war der Kampf, doch kommt bald zu Ende. Aber ich muss jetzt mal was sagen, und das ist so eine Kritik generell, die ich beim Thema Rap dann auch habe, so, oft spielt Gott, Jesus, Christianity oder der Islam eine Rolle und so, aber gleichzeitig wird halt sehr viel über Verbrechen berichtet und das ja auch so, sag ich mal, auf ein gewisses Podest gestellt. Und das ist für mich immer so eine gegenteilige Message, so irgendwie, I don't know, man. Aber andererseits, hier haben auch alle diese zwei Seiten in mir, so ich de denke auch, okay, preach positivity und so, das bedeutet aber nicht, dass ich jeden Tag positiv bin. Und wir wissen alle, dass wir nicht perfekt sind und trotzdem versuchen, die Dinge gut zu machen. Aber zu sagen, God is my bodyguard, mate. So, aber dann hat man wieder entsprechend die ganzen Verbrechen, die man ja selber auch inszeniert. Es ist ja schon fast so, als würde man es forcieren, den Widerspruch. Ja, weiter geht's. Bleiben wir Wölfe, ewa Brada, Liebe für Heschwa. Wegen Paras Schaden in Köpfe, halte Distanz, wir sind die Gefahr. Echo, Dollar, Haltung, Gorilla. Nack, nack, Koka, Junkie, krieg Fieber, mein Ziel. Haltung, Gorilla. War Helen und niemals ne Patrick Philipp. Atunitisa. Walla, mein Bruder, pass auf. Echos gehen rein in den Kass wegen Money. Keiner sagt bei Bullen aus, deshalb sind wir gefangen, sind in Tag, yeah. Alles für die Familie. Im Roller liegen Haschisch, Blackgas. Wenn ich ihn da so sehe, wisst ihr, an wen ich da denken muss? An Kid Kawaki. Ich hab richtig Bock, den jetzt zu hören. Digga, Kid Kawaki ist einfach. Sorry. Ist einfach eine Legend. Hab alte Bilder im Kopf, unter dem Bett liegt noch Stoff, yeah. Ach du, yeah. Oder sie reden ja von ihrem Past Life, so, und hier wird die Gun. Ah, ein Kubotan wird auch noch eingesetzt. Ich hier wohl in den Loch, doch unsere Wut, ja, sie kocht. Sie nehmen unser Tageslicht, zu lang war der Kampf, doch kommt bald zu einer, die an Träumen. Und die ganzen Plaques dann noch so an der Wand, das ist natürlich schon cool. Zu einer, die an Träumen.
Also ich habe mal so ein Video gesehen von G-Eazy, wo er so eine Roomtour, glaube ich, gemacht hat. Und da waren auch überall die Plaques an der Wand. Und das war so beeindruckend irgendwie. So viele, das fand ich schon sehr erstaunlich. So, jetzt sind wir hier im Studio. Irgendwie sehe ich mich gar nicht so im Studio, tatsächlich. So, weil ich mache ja auch meine Musik, aber ich mache das halt immer hier. So, weil im Studio denke ich, okay, die Leute, die da mit mir im Studio sind, die müssen halt so 100% meinen Vibe matchen. Aber ich kenne da so wenige, deswegen kommt es wahrscheinlich dazu nicht. Aber ja, ist okay, ist ein ruhigerer Track, so, pass auf, ne, so Vergangenheit spielt da eine Rolle. The Pain und Kriminalität und den Kampf in Bezug auf die Kriminalität. Okay, war jetzt eher ruhig. Lasst mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.